Hi, schön, dass du vorbeischaust. Dies ist das erste Video meiner sechsteiligen Strickreihe Mein eigener Island-Pullover. Einen Island-Pullover zu stricken ist recht einfach und eignet sich sehr gut auch für Strickanfänger. Meine Videoreihe umfasst 6 Videos und ich erkläre dir Schritt für Schritt anhand einer kostenlosen Anleitung, wie du ein Island-Pullover selber stricken kannst. Den Link zur Anleitung findest du in der Videobeschreibung. Vor mir liegen alle Materialien, die ich zum Anfertigen des Island-Pullovers brauche. Die Island-Wolle ist eine spezielle Schafwolle aus Island von der Firma Eastex. Ich verwende für meinen Pullover Ljetlopi. Die Wolle habe ich im Internet gekauft, da gibt es verschiedene Anbieter. Ljetlopi wird mit Nadelstärke 4 bis 5 gestrickt. Wir brauchen ein Nadelspiel für die Ärmel, unterschiedlich lange Rundstricknadeln. Ich habe hier eine kurze mit 40 cm und dann braucht ihr noch eine längere, 60 oder 80 cm. Ich verwende Nadelstärke 4. Dazu eine Schere, eine größere stumpfe Nadel, 4 Maschenhalter, ein Maßband, eine Häkelnadel und einen Strickfingerhut. Zum Musterstricken gibt es viele verschiedene Hilfsmittel und ich verwende diesen Metallring. Du kannst natürlich auch andere Strickfinger benutzen oder ganz ohne Strickfinger das Muster stricken. Und wir brauchen natürlich eine Anleitung. Gerne kannst du die kostenlose englische Anleitung aus der Videobeschreibung nehmen. Ich habe sie mir ausgedruckt. Es gibt aber auch viele verschiedene Strickhefte mit tollen Anleitungen. Oder du bestellst dir gleich ein Strickpaket, dann bekommst du die nötige Wolle für deine Größe und die passende Anleitung in Deutsch gleich mit dazu. Um die passende Größe zu finden, kannst du dich entweder selbst vermessen oder du nimmst einen Pullover, der dir gut passt und vermisst den Pullover. Hier auf dem Bild siehst du, wie man die Armlänge misst, die Länge vom Bauchteil und den Brustumfang. Wichtig ist hierbei zu beachten, dass die Islandwolle kratzig ist und du wahrscheinlich etwas Langärmliches darunter ziehen wirst. Man sieht hier in der Anleitung in der Größentabelle links die Beschreibung der Maße. Also Brustumfang, Bauchteillänge und Armlänge und rechts daneben die Größen dazu. Also erst die Kindergröße in den Klammern, dann Größe S, Größe M, Größe L und Größe XL. Ich werde Größe M stricken. Und die gleiche Reihenfolge haben wir dann auch in der Anleitung und ich empfehle dir, das zu markieren, wie ich das gemacht habe, damit du später nicht verrutscht. Für Größe M, hier sieht man es nochmal in der Größentabelle, habe ich also immer die zweite Zahl markiert, die nicht eingeklammert ist. Wenn deine Maße nicht genau zu den Angaben in der Anleitung passen, dann nimm die Größe, die für deinen Brustumfang am besten passt und stricke Arme und Bauchteil entsprechend länger oder kürzer. Als erstes fordert die Anleitung von dir eine Maschenprobe. Das bedeutet, dass du erstmal ein Viereck glatt rechts strickst. In dieser Anleitung sollten 18 Maschen und 24 Reihen mit der Nadelstärke 4,5 eine Größe von 10 x 10 cm ergeben. Wenn du sehr locker strickst, nimmst du dünnere Nadeln, zum Beispiel Nadelstärke 4 oder 3,5. Wenn du sehr fest strickst, solltest du dickere Nadeln, also Nadelstärke 5 oder sogar 5,5 verwenden. Wenn die Maschenprobe passt, kannst du mit dem Stricken starten. Ein Island-Pullover lebt von dem Muster, welches die Schultern umfasst und nahtlos rundherum geht. Damit das Muster auch gut sichtbar ist, musst du darauf achten, dass du die Musterfarben in einem Kontrast zur Grundfarbe wählst. Wähle bei einer hellen Grundfarbe eher dunklere Musterfarben und bei einer dunklen Grundfarbe lieber helle Musterfarben. Bei der Wolle solltest du auch beachten, dass es verschiedene Stärken, also dünnere und dickere Wolle gibt. Die meisten Anleitungen sind mit Ljetlopi oder Aulafoss-Lopi gestrickt. Unsere Anleitung zeigt Ljetlopi. Für die Passform ist es natürlich sehr wichtig, dass du dir die passende Wolle aussuchst. Hier einmal zum Vergleich Ljetlopi und Aulafoss-Lopi. Deutlich dicker. Im nächsten Video starten wir direkt schon mit dem Stricken des Bauchteils. Deine Fragen kannst du mir gerne in die Kommentare schreiben und wenn du meinen Kanal abonnierst, wirst du informiert, wenn das nächste Video online geht. Tschüss!